So, okay. Wir gucken uns Verkettungen von Konkurrenzabbildung an. Ne? Und da gab es ein paar Aufgaben, die wir bearbeitet haben. Und da habt ihr jetzt Wünsche, was wir nochmal gemeinsam uns anschauen sollen. Was? Verkettung von dem und dem, der und der Art von Konkurrenzabbildung. Was kommt da raus? Ja. Zweier Drehungen. Eine Drehung um den Winkel Alpha und eine Drehung um den Winkel Beta. Ne? Okay, schauen wir uns mal an. Wie konstruieren, also wie werden wir jetzt diese beiden Drehungen schon mal darstellen, damit wir dann gut weitermachen können? Also ich könnte jetzt einfach einen Drehpunkt hier skizzieren und einen Winkel, aber als Achsenspiegelung, genau. Also wir haben die Drehungen um den Winkel Alpha und Beta. Ich schreibe es gleich mal hier oben hin. Drehung vielleicht um den Punkt A und Alpha und Drehung um den Punkt B und den Winkel Beta. So. Also ich habe jetzt hier zwei Achsenspiegelungen. Ne? So. A und B. Die Achsen A und B. Und die sollen die Drehung um den Punkt A darstellen, um den Winkel Alpha. Welchen Winkel muss ich hier reinschreiben? Alpha halbe, genau, richtig. So, okay. Würdet ihr euch stören, wenn wir das Licht ausmachen? Das spiegelt nämlich hier ein bisschen in dem Whiteboard. Gucken wir mal, ob wir noch was sehen. Hauptsache online, die Leute sehen was, ne? Ja, jetzt sieht man das ja immer. Na, das ist echt zu dunkel, Leute. Also wenn ich das jetzt hier ausmache, dann sieht man gar nichts mehr. Nee. Okay, dann müssen wir mit der Spiegelung leben. Die Vorhänge zumachen, genau. Könnt ihr vielleicht kurz die Vorhänge zumachen? Ach Mensch, ihr seid so gut. Nee, das hilft ja nichts. Nee, es sind die Lampen. Das hilft nicht, es sind die Lampen. Es ist draußen zu dunkel, um die Lampen auszumachen und die Vorhänge zuzumachen. Das wäre die Lösung gewesen. Es hat leider nichts gebracht, tut mir leid. Weiterhin die Spiegelung. Ja, wir können die beiden Spiegelungen hier vielleicht als Achsenspiegelung. Nee, okay. Gut. Und wir brauchen das zweite Achsenpaar, ne? Und den Punkt kann ich ja jetzt irgendwo hinmachen hier. B. So. Und die schneiden sich im Winkel. Ein anderer Winkel. Beta halbe. Den nehmen wir C und D. So. Jetzt wollen wir diese Situation vereinfachen. Wir wissen ja, gemäß dem Reduktionssatz, dass sich vier Achsenspiegelungen immer auf zwei reduzieren lassen. Wie bekommt man eine Reduktion hin, prinzipiell? Was ist sozusagen das Ziel? Was müssen wir erreichen? Ja? Also man versucht quasi mit Drehungen der zwei zusammengehöriger Achsen oder Verschiebung zwei zusammengehöriger Achsen zwei Achsen aufeinander zu bekommen, um die zu eliminieren. Genau. Wir wollen durch Drehen oder Verschiebung bestimmter Konstellationen von Achsenspiegelung erreichen, dass zwei Achsen aufeinander liegen. Und zwar zwei, die direkt hintereinander ausgeführt werden. Denn wenn ich dann an einer der beiden Achsen spiegel und wieder an derselben Achse hintereinander, passiert ja gar nichts. Also verpuffen die sozusagen, ja, die fallen dann weg. Okay. Wir müssen also die Reihenfolge beachten. Wir verketten A, Kringel B, Kringel C, Kringel D. Das ist die Reihenfolge. Ne? Welche beiden Achsen bringen wir idealerweise aufeinander? B und C, genau. Das ist eine ganz gute Strategie. Wir haben zwei Drehungen. Also was können wir tun? Wie können wir jetzt die Achsenspiegelung hier modifizieren? Können A, B um A so drehen, dass B durch den Punkt B geht. Genau. Wir können A, B um A herum drehen mit konstantem Winkel Alpha halbe. Da muss er konstant bleiben zwischen Achsen. Ne? So dass die gerade B durch den Punkt B geht. Und vielleicht können wir gleich den zweiten Schritt noch mitnehmen. C und D um B, sodass C durch den Punkt A geht. Genau. Wir drehen C und D so um den Punkt B, dass C durch den Punkt A geht. Dann liegen B und C aufeinander.
Und wir haben die Situation, dass B und C wegfallen und A' und D' bleiben noch übrig. Okay, ich versuche das hier mal unten drunter zu skizzieren. Tolles Geräusch von dieser Tafel, ey. Also, A, B. So. Ich kann hier mal eine Gerade durchziehen. Und zwar, das ist die Gerade B' gleich C'. Das fällt weg. Und dann haben wir noch, jetzt muss ich mal gucken, dass ich es ungefähr so hinbekomme, im Winkel wie da oben skizziert. Und das würde mir jetzt auch vollkommen genügen, ne, wenn ihr das in der Prüfung so macht, weil es geht ja nur um das Prinzip, also wenn ihr erkennt, Beta halbe ist, glaube ich, ein bisschen größer als Alpha halbe, dann machen wir es mal so. Beta halbe. So, okay. B' gleich C' fällt weg. Das müssen wir uns wegdenken. Was ist übrig geblieben? A und D. A und D, ja, beziehungsweise A' und D', okay, ja, genau. Die sind übrig geblieben. Und wir haben wieder einen Schnittpunkt. Ja. Vorsicht. Nicht immer, aber bleiben wir mal dabei. Ne? Wir haben jetzt bei der Grafikzeichnung hier einen Schnittpunkt. Um den Punkt, naja, C vielleicht, ja, um den Punkt C, da schneiden sich die Geraden A' und D', das heißt, darum drehen wir uns. Und zwar, welche Gerade wird zuerst, an welcher Gerade wird zuerst gespiegelt? A. A', genau, also erst an dieser Gerade und dann an, also erst an A', ne? Und dann an D'. Wie muss ich also den Drehwinkel hier den Schnittwinkel hier einzeichnen, dass der Winkel die Hälfte des Drehwinkels ist, wenn ich erst an A' und dann an D' drehe? Wo ist der Winkel, der jetzt entscheidend ist? Ist es der oder der? Zwei davon sind richtig, zwei falsch, ja? Gegen den Uhrzeigersinn? Ja, genau. Richtig. Der hier, ne? Der hier? Ja. Also ich habe zuerst den, dass ich dann auf die Größe von dem Winkel komme. Du bist schon einen Schritt weiter? Oder? Ja. Ah ja, okay, ich weiß, was du meinst, genau. Aber ich will erstmal nur wissen, wenn ich um A' und D' drehe, um welchen Winkel muss ich insgesamt drehen und welcher Winkel ist hier entscheidend, um den Drehwinkel dann... Und welcher Winkel ist hier die Hälfte des Drehwinkels? So. Ja, deswegen auf den Winkel überdenken, weil wir dann quasi die Hälfte haben. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Also welchen Winkel... Ist der rote hier der Drehwinkel? Nee, der halbe Drehwinkel oder nicht der halbe Drehwinkel? Also, es ist klar, die beiden Winkel sind gleich groß. Ja. Ne? Das sind, welche, was für Winkel? Scheitelwinkel, genau. Diese Winkel sind nicht gleich groß. Diese Winkel sind gleich groß. Ist jetzt dieser Winkel hier der halbe Drehwinkel oder dieser Winkel der halbe Drehwinkel? Wenn ich an A' und D' spiegel, habe ich eine Drehung um den doppelten Winkel. Welches Winkels? Ja? Wir müssen ja in der Reihenfolge bleiben, an der wir spiegeln. Und dadurch, dass wir mit A' anfangen, müssen wir auch bei A' quasi beginnen, den Winkel entgegengesetzt haben. Ja. Also, der oder der, den ich eingezeichnet habe. Genau. So, und den, das ist der Winkel, der uns interessiert. Ja? Und den nennen wir jetzt Gamma halbe. Also Gamma ist der neue Drehwinkel. Okay? Nennen wir jetzt Gamma halbe. Jetzt kommt die große Preisfrage, wie groß ist Gamma halbe? Jetzt darfst du. Der hier? Ja. -180° minus Alpha halbe minus Beta halbe, genau.
Ja. Gamma halbe ist der Nebenwinkel zu diesem Winkel hier, genau. Also wie groß ist Gamma halbe? Genau, wieso habe ich hier Alpha Beta Till eingetragen? Quatsch, ne? Also Alpha halbe natürlich. So, genau. Na, dieser Winkel hier ist 180 Grad minus Alpha halbe minus Beta halbe. Dieser und dieser Winkel zusammen addiert sind 180 Grad, also muss der hier auch gerade Alpha halbe plus Beta halbe sein. Okay. Also was rauskommt, ist eine Drehung um den Punkt C, ein Winkel Alpha plus Beta halbe. So. Aber, oder? Hm? Nee, nicht aber? Ja. Hm? Ich tue mir schwer damit, herauszufinden, welcher Winkel der Winkel ist, den betrifft. Also, okay. Ja. Es ist schwierig, welcher Winkel ist der, den es betrifft. Ne? Wenn ich dir zwei Achsen einzeichne, T und U. Und ich spiegle in der alphabetischen Reihenfolge. Erst an T, dann an U. Das heißt, ich drehe um einen bestimmten Winkel, der der Doppelte des Winkels ist, den die beiden Achsen einschließen. Was ist der Winkel, den die beiden Achsen einschließen? Der hier oder der hier? Der hier. Warum? Weil ich erst an T spiegel, ne, ich habe ja hier einen Punkt, den spiegel ich an T, dann spiegel ich ihn an U. Das heißt, wenn ich diese Strecken hier einzeichne, dann ist das hier der halbe Winkel von diesem Gesamtdrehwinkel. Ja, das heißt, du gehst von der ersten Achse gegen den Uhrzeigersinn und du triffst auf die zweite Achse und der Winkel dazwischen ist der halbe Drehwinkel. Also dieser hier. Ja, aber, also, das heißt, wir können jetzt unten, gehen wir auch einfach von A' gegen den Uhrzeigersinn. Nach D', ja. Du hast D' nicht gesehen. Ja. Ja. Ne, A' und D', diese beiden blauen Geraden hier sind die resultierenden Geraden. Ich spiegel erst an A', dann an D', also muss ich von A' gegen den Uhrzeigersinn bis zu D' gehen und dann habe ich den Winkel, der den halben Drehwinkel darstellt. Ja. Müssen wir nicht bei der Drehung Alpha plus Beta halbe nehmen, weil Alpha plus Beta halbe ist ja der Schnittwinkel und nicht der Drehwinkel. Oh, du hast so recht. Ja, ja, oh Gott. Ja, ja, du hast so recht. Der Drehwinkel ist Alpha plus Beta, ne? Ja, gut aufgepasst. Hat das jemand online bemerkt? Okay, genau, Alpha plus Beta ist der Drehwinkel. Gibt es, so sind wir jetzt fertig. Ist das so? Zwei Drehungen miteinander verkettet. Er gibt immer eine Drehung. Ja, du hast ja es gewählt. Weil jetzt sind eben die Winkel Alpha halbe und Beta halbe nicht 90 Grad. Alpha halbe und Beta halbe sind nicht 90 also, Grad. Beziehungsweise Alpha und Beta sind kein Vielfaches von 360. Ja, wie kommst du jetzt drauf, dass Alpha und Beta Vielfaches von 360? Das sehe ich hier gar nicht. Wo ist denn das Problem? Wir haben ja einen Schnittpunkt C bekommen. Ja, einen Schnittpunkt C. Kann eben passieren, dass wir keinen Schnittpunkt C bekommen. Wann haben wir keinen Schnittpunkt C? Angenommen, A wäre exakt in dieser Linie hier. Wie müssten C und D liegen, damit wir keinen Schnittpunkt haben? Wir haben A und B und C und D. Winkel Alpha halbe und Beta halbe. Angenommen, in unserem zweiten Fall haben wir exakt diese Situation. Also, ich zeichne das Bild hier unten mal hier hin. Moment. Alpha halbe, das war A', das war B' gleich C'.
Wann erhalten wir keinen Schnittpunkt? Wie muss D' gelegen haben? Ja? Ja, genau, wenn D' hier so liegen würde, ne? D', das wäre dann Beta halbe. Und wann ist das der Fall? Welche Eigenschaften müssen Alpha und Beta haben? Oder Alpha halbe und Beta halbe haben? Nee, die sind nicht gleich groß. Alpha halbe ist so ein kleiner Winkel hier und Beta halbe ist so ein großer Winkel hier. Die müssen Nebenwinkel sein. Also was erfüllen, welche Bedingungen erfüllen die? Alpha halbe plus Beta halbe? 180 Grad. Das hier ist auch Beta halbe, ne? Das heißt, im Fall Alpha halbe plus, schreib Beta halbe, sag Alpha halbe. Also Alpha halbe plus Beta halbe gleich 180 Grad haben wir keine Drehung, sondern eine Verschiebung. Und Alpha halbe plus Beta halbe gleich 180 Grad, was gilt dann für die Ausgangsdrehwinkel? Ja, erstmal Alpha plus Beta ist gleich 360 Grad, könnte man sagen, ne? Also wenn die 360 Grad ergeben, beziehungsweise, also wir bewegen uns ja eigentlich innerhalb dieser 360 Grad Grenze und so. Aber ja klar, wenn man jetzt auch noch von größeren Winkeln ausgeht, ist natürlich immer dann der Fall, wenn Alpha und Beta zusammen ergeben, ein Vielfaches von 360. Ja. Und dann haben wir hier eben zwei parallele Geraden, A' und D' und dann gibt es eine Verschiebung. Das heißt also, liebe Algebraikerinnen und Algebraiker unter euch, die Menge aller Drehungen, die Menge aller Drehungen mit der Verkettung als Verknüpfung, ist das eine Gruppe? Ja? Nein, weil? Verschiebungen, also können ja Verschiebungen rauskommen. Und welche Bedingung ist dann nicht erfüllt bei der Gruppen? Die Abgeschlossenheit, genau. Die Menge aller Drehungen mit der Verkettung als Verknüpfung ist keine Gruppe, weil sie nicht abgeschlossen ist. Es können nämlich auch Verschiebungen bei rauskommen. Die Menge aller Drehungen und Verschiebungen zusammengenommen mit der Verkettung als Verknüpfung. Gruppe oder keine Gruppe? Ihr merkt, wir kommen schon ein bisschen in den Prüfungsfragenmodus rein. Ne? Man hat so eine Aufgabe hier gemacht und dann, ach, gehen wir mal weiter zur Gruppentheorie. Ja? Ja. Weil, wenn wir Drehung und Drehung, kommt entweder eine Drehung raus. Ich wiederhole es mal laut, bei Drehung und Drehung kommt eine Drehung oder eine Verschiebung raus. Und wenn ich zwei Verschiebungen miteinander verkette? Eine Verschiebung. Wenn ich eine Drehung und eine Verschiebung verkette? Drehung. Eine Drehung. Wenn ich eine Drehung und eine Verschiebung, also beides mal eine Drehung, genau. Okay. Abgeschlossen, ja. Assoziativ, auch, weil Verkettungen von Abbildungen immer, Maschinenmodell, genau, ja, ist auch assoziativ. Gibt es immer ein Inverses? Gibt es ein Neutralelement bei Verschiebung und Drehung? Die Identität, die Drehung um 0 Grad, also ist als Element mit drin. Ne? Ja, und gibt es immer ein inverses Element zu jeder Abbildung, zu einer Verschiebung? Die Verschiebung in die andere Richtung, zu einer Drehung, die Drehung in die andere Richtung. Ja, okay, fertig. Gruppe. Sehr schön. Wunderbar. Okay. Die Menge aller Achsenspiegelungen, das war eine Frage, glaube ich, noch für euch gewesen, die Menge aller Achsenspiegelungen mit der Verkettung als Verknüpfung, Gruppe oder keine Gruppe? Keine Gruppe, weil? Genau, wenn ich zwei Achsen miteinander verkette, kommt keine Achsenspiegelung raus. Kann man das mit der Orientierungstreue begründen auch? Also bei der Punktspiegelung, die ja dadurch auch entstehen kann, haben wir Orientierungstreue und bei der Achsenspiegelung haben wir
Bei der Achsen, die Achsenspiegelung ist nicht orientierungstreu. Ganz egal, ob da eine Punktspiegelung oder eine Drehung oder eine Verschiebung rauskommt. Wenn ich zwei Achsenspiegelungen miteinander verkette, kommt immer eine orientierungstreue Abbildung raus. Also es kann nicht abgeschlossen sein. Angenommen, oder gucken wir mal ein anderes Argument an, ein anderes Axiom an. Gibt es das Neutralelement in der Menge der Achsenspiegelung? Hätten wir ein Neutralelement? Ja, ist die da drin? In der Menge aller Achsenspiegelung, Identität? In der Menge aller Achsenspiegelung ist ja die Identität drin. Ja? Nein. Nein. Ja. Welche Achsenspiegelung ist ja die Identität? Eine Achsenspiegelung. In der Menge aller Achsenspiegelungen, da sind nur einzelne Achsenspiegelungen drin. Zeichne mir eine Achsenspiegelung, die die Identität ist. Kann nicht sein, weil das schon mal nicht orientierungstreu ist. In der Menge aller Achsenspiegelungen sind nur nicht orientierungstreue Abbildungen drin, nämlich alle Achsenspiegelungen. Identität ist aber orientierungstreu. Ich weiß genau, wo das Problem sein kann. In der Menge aller Achsenspiegelungen sind nur einzelne Achsenspiegelungen drin, nicht die Verkettung von zwei Achsenspiegelungen und drei Achsen und so weiter. Ne? Ja. In der Menge der Drehungen aber schon. Da ist das neutrale Element drin. Ne? Die Drehung 0 Grad halt. Okay, gut. Dann haben wir das jetzt mit den Verkettungen geklärt. Dann putze ich mal die Tafel. Ich habe kein C, war. Das kann nicht wahr sein.